Ireland after 3 hours and 49 minutes on court. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Topspin. Ihr seht es, wir spielen das erste Mal in diesem Let's Play gegen Alcaraz. Weltranglisten Dritter, wir Weltranglisten Vierter. Also der Turnierbaum hat es da mit uns gut gemeint. Und auf der anderen Seite bekommen wir vielleicht unsere Revanche im Finale gegen Taylor Fritz. Aber erstmal gegen Alcaraz gewinnen. Wir schauen kurz rein, ob ich ein paar Punkte zu vergeben habe. Ja, habe ich. Das will ich natürlich auch tun. Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, angesprochen, dass ich mal meine Power ein bisschen hochkriegen muss, dass meine Schläge einfach wieder kräftiger sind. Genau, ansonsten mit allem anderen. Rückhand fällt mir auch jetzt auf Schwierigkeit extrem. Die muss auf jeden Fall auch noch besser werden. Ansonsten mit allen anderen Dingen komme ich eigentlich einigermaßen gut klar. Jo, bestätigen. Es macht schon Bock. Auch dieses Level, es ist super einfach und simpel gehalten. Ansonsten, ich glaube, Fertigkeiten, da kann ich noch nichts machen. Oder? Oder habe ich schon irgendwie ein Rack mit Stufe 3 freigeschaltet? Nee, habe ich noch nicht. Okay, gegen Alcaraz. Ich habe Bock. Let's go. It's a beautiful evening and the crowd has... First set, to serve, play. Wir gehen rein mit unserem Aufschlagspiel. Und ich hatte gerade ganz gut Zeit, um ein klein wenig zu üben. Dass meine Aufschläge da wieder etwas besser kommen. Der erste Fehler von Alcaraz. Also mittlerweile kommt schon mal wieder so das ein oder andere Ass. Nicht immer. Oh, der war von der Länge super. Obwohl ich den gar nicht so toll getroffen habe von der Anzeige her. Naja, da ist ein Ass. Ich weiß übrigens, dass es noch eine Schwierigkeitsstufe gibt, die wir natürlich dann auch maximal austesten werden. Oh, perfektes Aufschlagspiel. So starte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne rein in dieses Match. Aufschlag kommt. Return. Da kommt der Angriffsball. Ja, jetzt muss ich vor ans Netz gehen. Auch wenn ich das nicht wirklich will. Ja, dann spielt er ihn mit dem Spin hinten rein ins Eck. Du Schlingel, du. Oh, der wird wehtun. Oh, ich wollte gerade sagen, der Return, der wird wehtun, weil den habe ich perfekt getroffen. Der Aufschlag war relativ langsam. Ja. Nein. Unnötiger Fehler. Komplett schlecht von mir. Also er spielt da sehr, sehr aggressiv, aber das ist keine gute Idee. 30 beide. Boah, Alter, wie... Habt ihr bitte gerade gesehen, was das für ein Slice war? Junge! Ja, schade, man hat den Aufschlag nicht mit dabei bei der Wiederholung. Das sieht gerade gar nicht gut aus für Alcaraz. Gar nicht gut. Und der Aufschlag ist auf der Linie. Let him cook. Nein. Boah, da kann ich froh sein, dass es kein Fehler war, weil den habe ich wirklich wieder überhaupt nicht gut getroffen. Dafür treffe ich den umso besser. Ah, Mann, ich... Hab den nicht gut aufgeladen und er macht den Unforced Error. Nächstes Ass vielleicht. Boah, den kriege ich gerade noch so rein. Ja. 30-15. Boah, die Rückhand, die hat gesessen. Ich wollte gerade sagen, die... Wenn er die zurückbringt, dann... Stoppball. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Ja! Nein! Ja! Oh Mann! 40.
Oh Gott, ey, shit. Und der ist im Aus. Oh, der erste Satz gehört mir. Aber der Ballwechsel gerade, der war sehr, sehr nice. Zweites Spiel, 30-15. Aufschlag durch die Mitte. Sehr gute Rückhand. Der Fehler von ihm. Und jetzt hoffentlich ein Ass, um auf 2-0 zu stellen. Ich hab ihn. Sehr, sehr gut unter Kontrolle. Ich treffe aber auch gerade die Bälle unglaublich gut. Also ich habe gerade einen richtig geilen Rhythmus drinnen. Und ihm fehlt so, ihm fehlt die Power auch hinter seinen Schlägen, um mich dann wirklich, jetzt macht er auch noch einen Doppelfehler, um mich wirklich in Bedrängnis zu bringen. Wow. Was ein schöner Aufschlag. Geht hier wieder aggressiv nach vorne, aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, wird mein Dad sagen. Max, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, was du da machst. Ja, und dann spiele ich ihn hinten rein ins Eck und wir gewinnen dieses Match sehr, sehr eindeutig. Schade. Ich dachte persönlich, das wird einen kleinen Ticken intensiver, aber ihr wisst, ich wollte gerade sagen, ihr wisst, wer auf uns wartet. Ich wollte eigentlich sagen, Crespo, Taylor Fritz, aber wir spielen gegen den Weltranglisten 13., der sich hier, nee, Weltranglisten 24., ne? Der sieht aus wie ein Fußballer, als wenn er gerade eben vom Fußballplatz kommt mit seinem Trikot da. Ist ja auch geil. Okay, gehen wir direkt rein. Aufschlag von ihm, Finale. Und wir dürfen... Ja, hast du gedacht, mein Freund. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn wir dieses ATP 1000 gewinnen, wir den nächsten Punkt auf unserer Checkliste abhaken können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der uns irgendwie großartig challenged. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist, also ich will nicht irgendwie hochnäsig wirken, aber ja, glaube ich nicht. Tja, nächster Fehler. Drei Breakbälle. So sieht's nämlich mal aus, Leute. Hinten ins Eck. Und dann gehört mir gleich mal sein erstes Spiel. Aufschlag mit Slice nach außen. Und dann erstmal ein schöner Fehler von Max. Gratulation. Wieder der Slice. Fast wieder der Fehler. Hallo, kann ich jetzt mal bitte meine Schläge wieder sauber spielen? Oh, der war nicht schlecht. Ich mach den nächsten Fehler. Oh Mann, jetzt fresse ich gerade meine eigenen Worte. Da soll... Doch, er kommt ran. Surf and Volley. Okay, was passiert hier gerade bitte? Oh, habe ich ihn da weit nach außen gedrängt. Und dann spiele ich den so schlecht ins Halbfeld und dann mal schlechter Volleyball und 1-1. Ich wusste, dass ich meine eigenen Worte fresse. Breakball für mich. Den kriege ich gerade so rein. Den treffe ich gut. Slice. Ja, geht jetzt aus dem Halbfeld. Wenn ich jetzt einigermaßen den Ball... Ja. Break ist da. Komm, Aufschlagspiel jetzt mal bitte souverän. Puh.
Boah, okay, ich gehe wieder zurück. Ah, er macht den Fehler. Na, das war wieder so ein schlechter Ball. So, jetzt 30-0. Jetzt kommt Nas, Freunde. Na, okay. Netz. Told ya! Noch eins? Noch eins! Für euch da draußen. 3-1, erster Satz. Denkt er hier, der challenged mich, oder was? Aufschlagfehler. Kriegst du erstmal einen geschmeidigen Return. Und dann mache ich, ach, Max, halt einfach die Klappe, ey. Zwei Breakbälle. Also das sieht es gerade nicht. Oh mein Gott, den spielt er da genau hinten rein ins Eck. Das sieht jetzt gerade eben nicht schlecht aus. Ja, den lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Da ist der Breakball. Und wir schlagen wieder auf. Ich sag euch, ich komme da schon wieder rein, ich mit meinen Aufschlägen. Du musst dich trauen, mehr rüberzuziehen. Oh, jetzt. Oh, wollte ich gerade umlaufen und konnte mich da nicht so wirklich entscheiden, was ich mache. Ja. Hinten ins Eck. Wieder hinten ins Eck. Und er macht den Fehler. So, jetzt kommen durch die Mitte. Boom. So sieht's mal aus. Ah, mein Gott, der war gut. Der war gut. Okay, okay. Läuft er und läuft. Ich krieg ihn aber. Ach, jetzt muss ich auch noch einen Schritt zurück machen, weil ich mich nicht gut hingestellt habe. Oh, der Slice, der ist mies. Vor allem, der macht das Feld komplett auf. Und damit habe ich auch wieder mein Aufschlagspiel gewonnen. Ja, 30-15. Ist es noch nicht vorbei? Der war super. Ja, 30 beide. Noch zwei Punkte. Und ich, ah, oh, der Returner war wieder katastrophal. Ja, ja, okay, es sieht so aus, als wenn ich da vielleicht nochmal rein muss in mein eigenes Aufschlagspiel. Er will immer so ein bisschen nach vorne gehen, das ist... Ich muss den jetzt mal... hinten an die Grundlinie drücken. Ich... Nee. Okay. Nochmal eigenes Aufschlagspiel. Ich wollte gerade sagen, was macht mein Spieler? Macht den Fehler. Netz und dann der Fehler. Jupp, der ist perfekt im Eck. Durch die Mitte. Den kriegt er gerade so zurückgespielt. Rückhand ist super. Oh, jetzt treffe ich die Bälle gerade sehr gut. Auch den hier, obwohl ich da weit rauslaufen muss. Slice, ich antworte mit dem Slice. Der ist tatsächlich nicht so schlecht, wie ich am Anfang gedacht habe. Direkt auf den Mann gespielt. Ich mache den nächsten Fehler. Was mache ich hier gerade?
Ich brauche mal wieder meinen Aufschlag nach außen. Ja, das reicht aber nicht. Boah, ich muss jetzt gerade... Nein, wie schlecht ist... Oh Gott, und er macht den Fehler. Da habe ich wirklich Glück gehabt jetzt. Katastrophaler Aufschlag. Der war besser, viel besser. Und er macht den Fehler und damit gewinne ich dieses Match. Aber nicht so souverän, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. 3-1, 3-1. Hauptsache, wir holen uns am Ende den Pokal, die nächsten Punkte für die Weltrangliste. Die Lady, die wir hier schon 100-mal gesehen haben, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, da einfach zwischendurch jemand anderen reinzupacken, der einem den Pokal übergibt. Aber hey, Kritik auf hohem Niveau. Wir klettern wieder in der Weltrangliste auf Platz 3. So, damit gewinne 4 ATP Masters 1000 abgehakt. Habe ich hier gerade zufälligerweise Punkte mit dazu bekommen? Nein, in dem Fall jetzt nicht. Turniere. Genau, es ist super, dass ich jetzt einen Monat Pause machen kann. Ich glaube... Okay, ich fall direkt 2 in der Weltrangliste. Das nächste, was jetzt ansteht, ist doch eigentlich dann Wimbledon, oder? Wir fallen wieder 1. Nee, Roland Garros natürlich. Sand. Haben wir... Korrigiert mich, noch gar nicht gespielt, oder? Nein, haben wir noch gar nicht gespielt. Deswegen wieder eine neue Challenge das nächste Mal. Ein Grand Slam habe ich gewonnen, aber das war auf Schwierigkeit sehr hoch. Ich habe noch keinen Grand Slam gewonnen auf der Schwierigkeit extrem. Vor allem mit der Energie mache ich mir echt Sorgen, wenn die Ballwechsel auch so lange dauern. Also, das nächste Mal wisst ihr Bescheid, das nächste Grand Slam, das hier. Alcaraz irgendwie enttäuschend gewesen. Das Finale war auf jeden Fall intensiver. Weiß ich nicht, warum Alcaraz so schwach gespielt hat. Für heute war es das aber erstmal. Das nächste Mal können wir hoffentlich, wir werden sicherlich nicht das ganze Grand Slam in der nächsten Folge spielen, aber bestimmt 1, 2 Matches, 3 Matches, wenn es mega gut laufen sollte, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao. After 3 hours and 49 minutes on court.